Der italienische Ligaverband hat am Freitag bestätigt, dass wegen des Brückenunglücks in Genua nur die beiden Serie A-Spiele der örtlichen Erstligisten Sampdoria und CFC verschoben werden. Alle anderen Partien des ersten Spieltags in Italiens Oberhaus finden dagegen planmäßig statt. Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Damit kann auch das Debüt von Cristiano Ronaldo für Juventus Turin wie geplant steigen. Die alte Dame tritt am Samstag 18 Uhr im Live-Ticker und live auf der ZN bei Tifo Verona an. Unglück in Genua, Serie A ordnet Schweigeminute und Trauerflor an. In Gedenken an die Opfer in Genua wird es vor dem Anstoß jeder Partie eine Schweigeminute geben, heißt es in einem Statement von Lega Serie A. Außerdem werden alle Mannschaften mit Trauerflor auflaufen. Am Dienstag war in der Hauptstadt der nordwestlichen Region Ligurien eine Autobahnbrücke eingestürzt. Bislang wurden 38 Todesopfer bestätigt. Punkt. Mehr zu Juventus Turin und der See.